Hallöchen. Kann ich mit dir reden? Achso, nee, stehlen will ich nicht. So konnte ich denn nicht mit dem reden? So, wir laufen erstmal hier die Straße lang und dann gucken wir mal, wo wir hier landen. Das sieht schon wieder ganz cool aus. Es ist schon erstaunlich, wie sich die Spiele Hallo? verändert haben mit der Hallo? Zeit. Du musst einer von diesen Wilden sein, vom Stamm der. Wie heißen sie? Irokesen, hä? Huh? Ja? Habe ich recht? Natürlich nicht, Terry. Die Irokesen sind kein Stamm. Oh doch. Oh nein. Die Irokesen sind eine Konföderation. Konfödi, wie bitte? Der rechte ist Oliver Rohrbeck. Konföderation, du Esel! Ein Verbund! Eine Allianz, ein Zusammenschluss vieler verschiedener Völker. Ja, sag ich doch. Ein Stamm. Hör zu, du ungebildeter Bauerntrampel. Ein Stamm ist nicht dasselbe wie eine Konföderation. Und es ist nicht meine Schuld, dass du zu blöd bist, um das zu kapieren. Wen nennst du einen Bauerntrampel, du kratzbuckliger Strolch? Moment, das geht nur ihn und mich was an. Ja, okay. Halt dich da raus. Ja, dann lasse ich euch da mal weiterkämpfen. Das war Oliver Rohrbeck, den man als Synchronsprecher und auch als Justus Jonas von den drei Fragezeichen kennt. Wir kümmern uns um die Verwundeten und überlegen uns ein. Das sind Privatangelegenheiten. Du verdrückst dich besser. Aber wenn er stirbt, soll ich ihm nicht helfen? Na gut. Jeder wie er will, da wird meine Hilfe nicht aufgezwungen. Und da ist ein Häuschen und da müssen wir wahrscheinlich auch hin. Ist die Frage, ob da jemand auch aufmacht. Und wenn ja, wer? Ich weiß es natürlich schon. Ein rüpelhafter Mann. Ich dachte, du könntest mich ausbilden. Nein. Verschwinde! Ich werde nicht gehen. So sieht's aus. Und jetzt regnet's auch noch. Wie theatralisch. Ja, dann suchen wir erstmal Schutz. Guck mal hier, das ist doch schon mal Schutz genug. Wenn uns da keiner sieht, dann kann uns da auch kein Regen treffen. Wenn der Regen uns nicht sieht, kann er uns nicht treffen. Genau. So sieht's aus. Oh, ein kleines Hottehü. Na, du kleines Hottehü? Kann ich dich... Was hast du denn für Leuchteaugen? Und wieso schnüffelst du an meinem Gesicht? So. Mit der alten Pferdedecke von Oma. Ach, das ist eine Isomatte. Schau mal nicht so traurig. So, der Tag danach. So, und jetzt nerven wir ihn so lange, bis er die Tür aufmacht und mit uns redet. Naja, geht ja so auch.
Er ist nicht da. Vielleicht gibt es einen anderen Eingang. Genau. Wir brechen einfach mal ein. Das hat bestimmt schon mal geholfen. Da komme ich hoch. Aber auf der Rückseite vielleicht. Ah, es gibt einen anderen Eingang. Bitte, ich möchte nur einen Moment deiner Zeit. Verzeih mir, wenn ich undeutlich war oder dich mit meinen Worten verwirrt haben sollte. Ich wollte dich nicht in die Irre führen. Also lass mich das klarstellen. Hau ab von meinem Land! Ich komme hoch! Das erzählen sie alle. Großartig, die Musik von, ich glaube, es ist Jasper Kidd, oder? Ich glaube, ja. Der richtig schön das Ganze cinematisch aufgebaut hat. Also richtig mehr oder weniger wie ein Film. Und das ist wunderbar. So, hör mir doch zu. Wovor hast du solche Angst? Angst? Du glaubst, ich hätte Angst? Vielleicht gar vor einem Hosenscheißer wie dir? Oh, du träumst vielleicht, ein Held zu sein. Ein stolzer Ritter, der die Welt retten will. Aber mach so weiter und du wirst nur eine Sache finden, den Tod. Die Welt hat sich entwickelt, Junge. Solltest du auch... Ich werde nicht gehen. Hast du mich gehört? Ich werde niemals gehen. Warte nur, alter Mann. So, ich gehe jetzt. Tschüss. So, kommen wir hier runter? So einfach wirst du mich nicht loswerden. Nee. Ich mache jetzt den Hausbesetzer in den Ställen. Mitten am Tag lege ich mich jetzt einfach hin, um dann nachts zu klopfen. Du musst einfach. Das finde ich auch schön. Guck mal hier. Da wird Schlamm und Wasser hochgeschleudert an die Füße. Er ist ein Tattergreis. Das wird einfach. Das hast du schon mal gesagt. Und dann war mein Pferd tot. Und ich hatte ein Pfeilchen. Das geht dich einen feuchten Dreck an, kleine Missgeburt. Hau ab, bevor was Schlimmes passiert. Nein. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Ah! Da drüben! Oi, Männer! Mann. Was macht ihr denn da? Warum seid ihr hier? Was habt ihr vor? Du fragst besser den Boss. Autsch. Du arbeitest also für den Alten, stimmt das? Vielleicht bringt dich das zum Reden. Oh. Das hat mich schon irgendwie beim ersten Mal spielen gestört, dass plötzlich Schlag auf Schlag das dann einfach so, ja, dass er gesagt hat, los, komm her, lass uns mal reden. Und er macht ja auch gar nichts, sondern er stellt sich einfach hinten dran und sticht zweimal zu und das war's. Ich dachte, kommt jetzt, also beim ersten Mal spielen dachte ich so, da kommt jetzt richtig cool was. Mit Choreo und Pipapo und hast du nicht gesehen und dann
Aber da kam ja gar nichts. So, wir gehen erstmal rein, weil da drin ist nämlich trocken. Guten Tag. Schöner Teppich. Da zahlt aber nicht meine Versicherung. Nicht deine Schuld. Hier wird bald alles auseinanderfallen. Ein Wunder, dass es nicht bereits geschah. Also, wer bist du? Mein Name ist Radon Hagedon. Genau. Ich werde nicht einmal versuchen, das richtig auszusprechen. Und jetzt, warum bist du hier? Ich soll nach diesem Symbol suchen. Weißt du überhaupt, was dieses Symbol repräsentiert? Oder warum du mich bittest? Nein. Und doch bist du hier? Der Geist sagte, dass ich... Diese Geister von dir haben die Assassinen schon seit Jahrhunderten verfolgt. Und zwar, seit Ezio die Flasche entkorkte. Du weißt nicht einmal, was ein Assassine ist, richtig? Na dann, mach es dir bequem. Ich habe dir eine Geschichte zu erzählen. Und die wird schon eine ganze Weile dauern. Spielen Sie bitte jetzt Assassin's Creed 1 bis Revelations. Die Assassinen dem ewig währenden Kampf im Krieg gegen die Templer. Denn wenn die gewinnen, werden meine Geistervisionen zur Wirklichkeit. Dann halte ich sie auf. Oh, das wirst du sicher versuchen. Ja, komm mit. Ich muss dir etwas zeigen. Lass mich das Vorsicht. Zeigen und das. Das war kein Witz, dass hier bald alles auseinanderfällt. Oh, guck mal, hier neue E-Mail erhalten. Warum verstehst du es nicht? Wozu denn? Außerdem mangelt es mir an Material. Dann kauf es. Ja, aber mit welchem Geld? Sieh mich an. Glaubst du, ich könnte einfach in den Laden gehen, die Taschen voller Geld und einkaufen? Ja. Warum nicht? So naiv. Ja gut, okay. Wenn er Kohlen hat, dann liegt es natürlich an was anderem. Dann will ich später auch im Haus haben. Irgendwo so ein Kerzenhalter und wenn ich an dem ziehe, dann geht erstmal die Kellertür auf. Und da drin werden dann Getränke Sechserträger gelagert. Du könntest einfach herkommen, das überwerfen und schon wärst du ein Assassine. Ich habe nicht. Ich würde mir niemals anmaßen. Ist schon gut. Ich weiß, wie verlockend das ist. Nun gut, mein Schüler. Wir werden bald wissen, ob dir diese Kleider passen. Hab Dank. Ich bin Achilles. Komm mit, Junge. Wir haben zu tun. Opa, du hilfst schön mit. Das ist ja wohl eine Frechheit. Ach so. Du bist nur ein Staubkorn, ein Nichts. Du und dein ganzes Volk. Ihr lebt im Dreck, wie Tiere. Begreift nicht, wie die Welt wirklich funktioniert. Was wollen die Templer denn? Was sie immer schon wollten? Kontrolle. In den Kolonien sehen sie eine Gelegenheit. Eine Chance für einen Neuanfang. Unberührt vom Chaos der Vergangenheit.
Deshalb unterstützen sie die Briten. Hier können sie die Vorzüge ihres Glaubens präsentieren. Ein Volk, das nur diesen Prinzipien dient. Ordnung und Struktur. Ich habe gesehen, was kommt, wenn sie Erfolg haben. Sie müssen sterben, oder nicht? Sie alle. Sogar mein Vater. Vor allem dein Vater. Er ist es, der alle Fäden in der Hand hält. So, beide wissen das also. Yeah, 100% Synchronität. So soll's natürlich sein. Und so übte ich. Ich rannte, ich kletterte, ich kämpfte, ich stürzte. Und für jede körperliche Übungsstunde gab es 2 Lektionen für den Geist. Sprachen, Philosophie, Logik, die Kunst. Achilles lehrte mich sehr viel über die Assassinen und Templer. Ihre Strukturen, Ursprünge und Ziele. Jahrhunderte in wenigen Tagen zusammengefasst. Wir sprachen über die Männer, die mein Dorf niederbrannten. Von Charles Lee und meinem Versprechen an ihn. Achilles erklärte mir, Lee und seine Gefährten seien Templer. Und dass kein Geringerer sie anführte als mein eigener Vater. Wenn ich dem Orden dienen will, wären diese Männer meine Ziele. Also arbeitete ich härter, lernte schneller. Doch trotz allen Fortschritts war klar, dass ich noch viel lernen musste. Meine Lehrzeit hatte gerade erst begonnen. Das ist richtig. Dann werden wir jetzt einfach mal nach draußen treten und das schöne Wetter genießen. Das ist ja Winter. Aber mit der Arme frei, ne? Sommer ist befohlen, wie bei der Bundeswehr. So, bevor wir aber die nächste Mission machen, werde ich jetzt einmal kurz eine Aufnahmepause machen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, schön, dass ihr da wart und bis dann. Tschüss.